Nach dem Flaggschiff in Form der GeForce RTX 4090 bringt Nvidia endlich auch die kleine Schwester auf den Markt. Die RTX 4080 liefert 16 GB VRAM, eine TGP von um die 340 Watt und verspricht eine gute Leistung bei äußerst niedrigen Temperaturen. Kollege Raff hat sich ausführlich mit der 4080 Founders Edition beschäftigt. Dazu könnt ihr euch natürlich gerne den Test anschauen. Während es hier dagegen primär um die Besonderheiten der Custom-Modelle gehen soll. Neben der schon erwähnten RTX 4080 Founders Edition haben es nämlich drei Custom-Designs rechtzeitig in die Redaktion geschafft und dürfen in diesem kleinen Vergleichstest zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Dabei geht es weniger um die allgemeine Leistung einer RTX 4080, sondern um den Vergleich der unterschiedlichen Modelle. Welche Taktraten, Chiptemperaturen sowie resultierenden Leistungsdifferenzen sind in Spielen und Benchmarks zu erwarten. Auch die Lautstärke der GPU-Lüfter, aber auch das Spulenfiepen fließt in die Bewertung der Karten ein. Als Testsystem kommt wieder ein i9-10900K zum Einsatz. Eine AIO kühlt den Chip und hält die Abwärme von der GPU fern. Das System ist auf einer Testbench verbaut und damit natürlich im offenen Aufbau, was bei den gemessenen Temperaturen zu berücksichtigen ist. Die Temperatur im Büro lag bei uns bei den Tests bei ca. 23,8 Grad. Wenn ihr aber ein schlecht belüftetes Gehäuse habt, könnte die Temperatur durchaus schlechter sein. Für die Lautstärkemessung wurde das System dagegen umgebaut. Wir haben die CPU passiv gekühlt und sogar ein passives Netzteil verwendet. Das System war damit selbst unter Volllast, zum Beispiel durch Fuhrmark, nicht zu hören und wir konnten uns voll und ganz auf die Messung der Lautstärke der Grafikkarten fokussieren. Wir wollten euch natürlich auch einen Eindruck geben, welches Spulenfiepen von den Karten ausgeht. Dafür haben wir das Witcher 3-Menü verwendet, das mit absurd hohen FPS die Karten schnell zum Pfeifen bringt. Bevor es jedoch an den Test ging, wurden erst einmal alle physischen Werte des Designs erfasst. Dazu gehören vor allem das Gewicht sowie die Abmessungen. Diese Werte wurden von uns per Hand ermittelt, können also etwas von den Herstellerangaben abweichen. Daraufhin werden die vom Bordpartner festgelegten Daten in GPU-Z ausgelesen. Allen voran das maximale Powerlimit, das darüber entscheidet, welches Potenzial an Reserven die Platine noch liefert. Mithilfe von Fuhrmark und Cyberpunk 2077 geht es den Karten schließlich an den Kragen. Unter Volllast entscheidet sich, wie warm wird der Chip, welchen Takt erreicht er und welchen Lärm die verbaute Kühllösung erzeugt. Greifbare Leistungswerte liefert unser Cyberpunk 2077 Benchmark sowie ein Time-Spy-Run, den jede Karte absolvieren muss. Cyberpunk wurde dabei von uns in 4K auf Ultra Preset mit Raytracing auf Psycho und DLSS auf Quality gestellt. Im Timespy-Lauf wurde nur die GPU-Score betrachtet. Was haben alle Custom-Designs gemeinsam? Rein äußerlich sehen die 4080-Modelle tatsächlich exakt gleich aus wie die 4090-Customs. Die Kühlkörper und Lüfter wurden bei allen getesteten Modellen von den Custom-Designs der großen Schwestern übernommen. Das bedeutet zum einen, dass sich Abmessungen und Gewicht kaum unterscheiden, zum anderen, dass die Abwärme der 4080, die mit ungefähr 340 Watt Maximum deutlich unter den 450 Watt der 4090 liegt, sehr gut weggekühlt werden kann. Es stellt sich jedoch eine Frage. Warum werden solche großen Kühler auf solch einer sparsamen Karte überhaupt verbaut? Die vorhandenen 4090 Kühler wurden offensichtlich einfach weiterverwendet. Die Chiptemperaturen sind nämlich absurd niedrig. Alle GPUs bewegen sich unter 60 Grad. Doch dazu später mehr. Wir schauen uns erst einmal die Custom Designs genau an. Zu jeder Karte gibt es mal wieder eine kleine Tabelle, in der ihr sämtliche Spezifikationen und Werte und Benchmark-Ergebnisse ablesen könnt. Das erste Modell ist natürlich die Founders Edition von Nvidia selber. Diese setzt die Messlatte für Bordpartner mal wieder sehr hoch. Kein anderer Hersteller kann dem FE-Modell bezüglich Verarbeitung und Wertigkeit das Wasser reichen. Der Kühler ist aus Metall gefertigt und unterstreicht die hohe Wertigkeit mit einem stattlichen Gewicht von 2,1 Kilogramm. Abseits der Verarbeitung ist die Founders Edition jedoch in den meisten Leistungs- und Taktmessungen den Custom Designs minimalst unterlegen. Dazu sei gesagt, dass es sich wirklich um Nuancen handelt. Das Standard-Power-Limit ist mit 320 Watt etwas niedriger als die sonst 340 Watt. Und das maximale Powerlimit liegt ebenfalls nur bei 355 Watt. Der Takt liegt unter Volllast bei 2805 MHz und ist damit ebenfalls etwas niedriger als bei den Custom-Modellen mit durchschnittlich 2850 MHz. Beim Lautstärketest erreichte die FE einen Wert von 2,3 Zone. Sie ist damit zwar auf dem Papier die lauteste GPU, reiht sich aber bei der Konkurrenz ein, die mit Werten von ca. 2,1 oder 2,2 ebenfalls zu hören sind. Man könnte diese Werte jetzt als Einbußen bezeichnen. Das Nvidia-Modell schafft es aber mit dem kleinsten Kühler im Testfeld eine Chiptemperatur von 59 Grad unter Volllast zu erreichen, was für eine exzellente Kühlung spricht. Und damit kommen wir gleich zur nächsten Karte und das ist mein persönlicher Favorit. Das ist nämlich Palit RTX 4080 Game Rock. Und bei der handelt es sich wie immer um eine der hübschesten und ausgeflipptesten Karten. Der Kühler ist gut verarbeitet, zum Teil aus Metall und punktet durch die schicke RGB-Beleuchtung mit Edelsteineffekt. Abseits des Designs konnte die Game Rock aber vor allem durch ihre niedrige Lautstärke punkten. Dieser Wert spricht für eine gute Lüfteroptimierung seitens des Herstellers, was den Kühler jedoch nicht daran hindert, den Chip auf sehr niedrige 59 Grad herunterzukühlen.
Durch ein maximales Powerlimit von 400 Watt ist bei der Palette des Weiteren etwas Übertaktungspotenzial gegeben. In unseren Benchmarks kann sich die Karte ebenfalls gut schlagen. 57,7 FPS im Cyberpunk-Benchmark sowie 28.059 Punkte im Timespy-GPU-Score spiegeln den hohen Takt von 2850 MHz. Mit diesen Werten gehört die GameRock RTX 4080 zu den Spitzenreitern in diesem Test. Und damit zur nächsten Grafikkarte. Und das ist die Zotac RTX 4080 Amp Extreme Aero. Die weitgehend aus Kunststoff gefertigte Kühlabdeckung ist flacher als die der Konkurrenz und fällt durch ein abgerundetes Design auf. Die massiven Lüfter sollen der Amp Extreme gute Temperaturen einbringen. Und genau das klappt auch. Mit einer Chiptemperatur von 57 Grad ist Zotacs 4080 die am besten gekühlte Karte im Testfeld. Neben den erstaunlich guten Kühleigenschaften besitzt die Karte auch das höchste Powerlimit, das mit 450 Watt enorm hoch ausfällt. Das als Standard festgelegte Powerlimit von 320 Watt ließe sich somit um ganze 41% erhöhen. Die Karte hält ein enormes Übertaktungspotenzial bereit. Dieses Potenzial lässt sich auch schon in unseren Benchmarks erkennen. Denn die Amp Extreme ist unser Leistungssieger. In Cyberpunk, aber auch in Timespy führt sie die Tabelle mit 57,8 respektive 28.119 Punkten an. Und damit zu unserem letzten Thronanwärter. Das ist die Gigabyte RTX 4080 Gaming OC. Mit einem absolut monströsen Kühler hat sich die Gigabyte RTX 4080 Gaming OC den PCGH Backsteinpreis redlich verdient. Der 7,5 cm dicke Brocken ist mit einer Kunststoffverkleidung versehen und wird durch drei große Lüfter gekühlt. Die Lüfter sind dabei mit einer RGB-Beleuchtung hinterlegt, die auf die jeweilige Drehzahl reagiert. Vielleicht sollte man eine Epilepsie-Warnung beilegen, man sollte nicht zu lange auf die flackernde Beleuchtung schauen. Der große Kühlkörper erledigt seinen Job, so viel ist klar. Eine Chiptemperatur von 59 Grad, gekoppelt mit einem Takt von 2835 MHz, sind gute Werte, mit denen sich die Gaming OC im Mittelfeld positioniert. Im Lautstärketest belegt die Karte den zweiten Platz mit 2,1 Zone. Bei solch einem großen Kühler steckt jedoch auch großes Potenzial für Optimierung. Ob bei der Lüfterkurve, um die GPU leiser zu bekommen, oder beim Powerlimit und Takt, um die Leistung zu erhöhen. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Thema bei einer Grafikkarte. Das Spulenfiepen. Vor allem, wenn die Lüfter sehr leise sind oder die Karte sogar auf Wasserkühlung umgebaut werden soll. Das Spulenfiepen der RTX 4080 Modelle lässt sich leider sehr schwer messen. Denn Mainboards und andere Komponenten haben diese Eigenschaft auch und können trotz passiver Kühlung Geräusche abgeben. Im Test hatte jede der RTX 4080 GPUs ein hochfrequentes Spulenfiepen. Das war zwar nicht allzu laut, jedoch trotz Lüfteraktivität wahrnehmbar. Im Witcher 3 Menü, das die Lüfter stillstehen lässt, aber Spulenfiepen auslösen kann, konnten wir bei allen Karten durchweg einen Wert von um die 0,2 Zone messen. Und damit zu unserem Fazit. Es ist irgendwie sehr irritierend, wie gut die vier Custom-Modelle gekühlt sind. Da die Kühlkörper der 4090 übernommen wurden, haben die Karten auch die entsprechenden Abmessungen. Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen. Selbst unter Volllast und maximaler Übertaktung ist es nicht möglich, den Kühler auszulasten. Was die Frage aufwirft, warum man die 4080 nicht hätte kompakter designen können. Stattdessen sind die Karten sehr monströs und brauchen den entsprechenden Platz im Rechner. Natürlich sehen die Werte auf dem Papier hierdurch fantastisch aus. 59 Grad, ein Wert, den man normalerweise nur mit einer Wasserkühlung erreichen kann. Doch es gibt ein Problem. Das Potenzial, das durch eine Reduktion der Lüfterdrehzahlen entstehen würde, wird von den Herstellern nicht vollständig ausgenutzt. Und so sind alle GPUs, mal die Palette etwas außen vor genommen, deutlich lauter, als sie hätten sein müssen. Eine bessere Lüftereinstellung hätte Wunder bewirkt. Selbst bei einer 4090 konnten wir die Lüfter auf nur 1000 Umdrehungen pro Minute stellen und die Karte bei einwandfreien 73 Grad halten. Das manuelle Regulieren der Lüfterkurve ist bei der 4080 also Pflicht und macht die Custom Designs erst zu richtig guten Grafikkarten. Die verbauten Kühler selber sind nämlich durch die Bank fantastisch. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Test gefallen und schaut natürlich bei meinem Kollegen Raff vorbei für den ausführlichen 4080-Test. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!